Ja, Freunde, servus die Malen und grüß euch die Buben. Tja, die Begrüßung habt ihr jetzt schon länger nicht gehört. Das hat leider einen kleinen gesundheitlichen Grund. Den sage ich euch aber erst später. Keine Sorge, ich bin wieder tiptop in Ordnung. Auf alle Fälle nutze ich das schöne Wetterchen aus. Wir haben heute in der Früh, hat es ca. 2 cm geschneit. Es liegt noch etwas Schnee. Aber die Sonne scheint durch, es ist schon wieder ziemlich alles zergangen. Am Berg oben ist schon wieder fast alles weg. Und ich möchte nur eine kleine Runde mal auf einen Hausberg wieder mal raufschauen. Da ich jetzt fast 3 Wochen an zu Hause gebunden war, mache ich es heute mal mit einer gemütlichen Tour oben zu meiner Feuerstelle und nur ein kleines Bäuschen, Käfchen und etwas relaxen. Und so wie ich euch kenne, seid ihr sowieso dabei. Und in diesem Sinne, gehen wir es einmal an. Ja, und ich merke jetzt schon, die Kondition ist eigentlich ziemlich down. Ein schöner Ausblick. Motocrossbahn ist auch hier unterwegs. Ja, und meine 2 Lungenflügel schlagen gerade wie ein Vogel mit seinen Flügeln im Wind. Pff, 3 Wochen Abstinenz, eine Katastrophe. Ja, und auch hier schaut alles noch perfekt aus. Da ziehe ich auch die erste Spur her. Möglich, dass nach mir noch gar keiner da war. Herrlich. Meine Übernachtungsplätzchen da hinten. Ha, da kriege ich gleich wieder Guster auf eine Overnighter. Ja, ich bin daheim. Super, aber jetzt gehe ich noch mal nach vorne. Schauen wir, ob wir einen Ausblick heute haben oder nicht. Und da nehme ich euch natürlich mit, schauen wir es sich einmal an. Ja, jetzt sind wir hier oben angekommen, wieder mal bei einem Aussichtspunkt. Und wie man sieht, es ist alles etwas angezuckert. Die Sonne hat sich dahinter hinter den Wolken versteckt. Und das, was dort so schillert, schauen wir mal, ob ich das einfangen kann. Ja, das, was dahinter den Windrädern schillert, das ist der Neusiedlersee. Dort dürfte die Sonne genau auf ihn drauf scheinen. Jetzt sieht man es ganz leicht. Ja, gerade eben dürfte es eine dunkle Wolke über uns sein. Es fängt gerade wieder an, leicht zu schneien. Es ist nicht wirklich kalt. Also ich habe nur die Fleeceweste an. Gut, mein Aufstieg ist mir extrem warm geworden. Aber ja, hier geht auch etwas mehr der Wind. Ich schlage mich jetzt wieder retour und gehe zur Feuerstelle. Machen wir dort jetzt einmal ein kleines Käfchen. Aber das Schneiden ist auch sehr schön. Tja, ehrlich gesagt, mit Schnee hätte ich heute nicht so gerechnet. Aber ja, ich glaube, es lässt auch schon wieder nach. Ja, leider, die Motocross-Fahrer hören wir bis hierher heute. Es ist wieder komplett windstill, aber egal, ich mache mir jetzt einmal ein kleines Käfchen. Das muss sein. Ja, Käfchen mache ich mir heute wieder mit meinem Benzinbrenner und da habe ich auch eine kleine Erneuerung gemacht. Hier seht ihr eine Schnur herum. Das ist seine Ofenschnur, aber exakteres Revier dazu gibt es noch und die ist zum Vorheizen gedacht. Die drängt sich jetzt sehr schön mit dem Benzin voll und es läuft auch nichts daneben hinunter. Und man bringt sogar mehr drauf, als wie diese kleine Nut oder Nase ist. Ja. Und dadurch schätzen wir, die reicht das auch mit
einmal vorheizen bei Temperaturen, bei tieferen. Ich habe das schon probiert. Das sollte funktionieren. Und jetzt schauen wir mal. Und dann gibt es einmal ein Käfchen. Ja, und ich habe euch gesagt, ich sage euch noch, warum ich jetzt quasi 3 Wochen außer Gefecht war. Und das war die Bialetti. Nein, nicht genau die, sondern die größere für 4 Personen. Aber jetzt warte ich einmal, bis mein Käfchen da, also bis mein Brenner fertig ist, und dann erzähle ich euch die Geschichte. Ja, er hat alles verbrennt. Und er ist schon angesprungen. Ja, Käfchen gleich einmal drauf. Und stelle ich die Kamera ein Stückchen näher und dann erzähle ich euch die Geschichte mal. Wie ich schon sagte, eine Bialetti ist mir zum Verhängnis geworden. Ja, was ist passiert? Auf meiner Fensterbank, die ich ja immer wieder für Reviews gerne hernehme, mache ich mir schon seit eh und je mein Käfchen dort. Natürlich mit der Bialetti. Einmal mit dem Benzinkocher, einmal mit dem Gas. Alles Mögliche. Ja, es war kurz vor Silvester, also war am 31.12. vormittags. Ich stelle mir wieder mein Käfchen zu. Dort ist mein Arbeitszimmer und mein Computerraum. Ja, mein Käfchen brodelt und das ist circa diese Höhe, wenn ich sitze, die Fensterbank, und will den Benzinkocher abdrehen und hat nicht gleich funktioniert, und statt dass ich mit der zweiten Hand hingreife, bleibt es bei der einen. Ich drehe ein bisschen strenger und die Bialetti kommt auf mich zu, natürlich gefüllt und brodelnd heiß. Ja, das Ganze hat sich über mein Handgelenk, über meine zarte Wampe und über den rechten Oberschenkel verteilt und hat mir dort alles bis zu 3 Grad verbrüht quasi. Also Verbrennungen oder Verbrühungen 3. Grades habe ich damit geschafft. Ja, aber keine Angst, Freunde, es ist alles wieder Paletti. Ich zeige euch auch das gar nicht. Das war ein ordentlicher Wascher, aber dadurch, dass auch die Nerven alle abgetötet waren, war der Schmerz auch erträglich, sagen wir mal so. Tja, somit ist mir quasi mein Käfchen zum Verhängnis geworden. Auch ich bin etwas batschert, sagt man in Österreich dazu. Quasi doof. Kann passieren. Wird mir so schnell nicht mehr passieren, werde ich sicher besser aufpassen. Ja, aber was soll's, das war's. Und das hat jetzt circa 3 Wochen gedauert und jetzt bin ich wieder einsatzbereit. Jawohl. Herrlich, Freunde, herrlich. Ja, Freunde, in diesem Sinne einmal wieder haben meine ganzen Krankensesseln, die vielleicht immer noch krank sind, hoffentlich bald erholen. Diejenigen, die frisch krank geworden sind, es herrscht eine Grippewelle. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Bei uns hat sie ordentlich zugeschlagen. Und natürlich sämtliche anderen natürlich auch. Prost, Freunde, alles für euch. Ach, jo, das war's. Käfchen ist fertig. Gleich den Abwasch machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch die schon einmal gezeigt habe. Ich habe mir da beim Bastian wieder eine Kleinigkeit geholt. Unter anderem diesen Faltbecher. Das ist der 200 Milliliter Faltbecher von den Schweden. Folder Cup nennt sich der. Wie gesagt, der hat 200 Milliliter. Und ich habe auch noch den 600er zu Hause. Und ja, sind nicht schlecht. Wie gesagt, es wird kühl. Es hat zwar jetzt aufgehört zu schneien. Wind hat auch wieder nachgelassen. Aber ich packe mich jetzt schon langsam zusammen und werde nach Hause gehen. Ja, Freunde, ich packe schnell und dann melde ich mich nochmal. Ja, in dem Sinne haben wir alles weggeräumt.
gehen wir schön langsam retour. Jetzt wird's immer kühler. Also, gehen wir. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth. Stay close, never. Ja, Freunde, ich bin wieder hier unten angekommen. Noch ein paar Schritte und dann bin ich wieder beim Auto. In dem Sinn sage ich einmal wieder Danke. Diesmal eben nur ein kleines Art Labervideo. Aber in Zukunft dann wieder schönere Touren. In dem Sinn kann ich nur immer Danke sagen bei euch. Man sieht sich beim nächsten Mal und servus die Mal und pfiat euch die Bahn. Stay close, never walk away. Your grace is hard to find these days.